Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren auf der Besuchertribüne und an den Bildschirmen. Herr Schmelzer, Sie sagten gerade, man solle nicht an jeden Politikzweig jetzt 4.0 hängen. Doch im Grunde muss man eigentlich genau das machen, denn der Wandel zur Informationsgesellschaft, die Digitalisierung berührt im Grunde jeden Politikzweig auf die eine oder andere Weise. Und Herr Bombis, ich habe auch ein Zitat mitgebracht, aber nicht Matthäus, sondern Oscar Wilde. Die Zukunft gehört denen, die die Möglichkeiten erkennen, bevor sie offensichtlich werden. Eine Einsicht, die man auf viele Lebenslagen so anwenden kann, nicht zuletzt auch auf das Handwerk. Erfolgreiche Unternehmen in diesem Bereich sind nämlich heutzutage sehr viel technikaffiner und technikbasierter als zu den Zeiten, als sie einst in die Handwerksrolle eingetragen wurden. Und dies wird in Zukunft auch immer wichtiger. Die klassische Industrieproduktion nimmt in ihrer Bedeutung nämlich immer weiter ab. Es wäre mehr als kurzsichtig, sich alleine von Möglichkeiten und Chancen der Industrie 4.0 blenden zu lassen und dabei das Handwerk zu vergessen. Dies umso mehr, als dass auch das Handwerk selbst beim Thema des digitalen Strukturwandels offenbar immer noch so einiges an Informationsbedarf sieht. Der Zentralverband des deutschen Handwerks hat im Juni 2014 in einer Umfrage festgestellt, dass knapp die Hälfte der befragten Handwerksunternehmen noch immer nicht einschätzen können, ob für sie die Zukunft der digitalen Welt mehr Chancen oder mehr Nachteile bereithält. Deswegen haben wir heute diesen Entschließungsantrag vorgelegt. Wir folgen damit dem Positionspapier der Handwerkskammer Köln mit dem Titel Handwerkswirtschaft 4.0 vom Februar diesen Jahres. Darin heißt es, statt der Fixierung auf Industrie 4.0 muss die gesamte mittelständische Wirtschaft erreicht werden. Das kann man nur so unterstreichen. Das Handwerk muss aus dem toten Winkel von Hannelore Krafts NRW 4.0-Strategie kommen. Nutzen Sie die Gelegenheit, die wir Ihnen mit diesem Entschließungsantrag bieten. Erweitern Sie den Blickwinkel auf das Handwerk. Es hat mit seinen vielen innovativen Unternehmen nicht verdient, als ewig gestrig angesehen zu werden, was den Einsatz neuer Technologien angeht. Eine Agenda Handwerk 4.0, wie wir sie in unserem Entschließungsantrag fordern, mit konkreten Maßnahmen zur Unterstützung der Digitalisierung kleiner und mittelständischer Unternehmen. Das wäre ein wichtiger Beitrag zu Ihrem Anliegen, das Ihrem Antrag offenbar zugrunde liegt. Dass mit einer derartigen Agenda auch Neugründungen im Handwerk gefördert werden würden, das versteht sich doch eigentlich von selbst. Handwerk hat goldenen Boden, insbesondere wenn man den mit Prozessoren pflastert. Ich bin ganz zuversichtlich, dass Sie das auch so sehen werden. Und noch ein paar Worte an die geschätzte Kollegin Frau Schneckenburger. Auch die Piratenfraktion möchte Ihnen für Ihre Arbeit und auch die Zusammenarbeit ganz herzlich danken und Ihnen alles Gute und Erfolg in Ihrer neuen Aufgabe wünschen. Man sieht sich immer zweimal. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr